Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Menschen. Mein Name ist Michael Waletzko. Ich begrüße euch herzlich aus unserem Urlaub. Wir sind für ein paar Tage weggefahren, haben von unserem Freund Johannes seine Wohnung zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen, vielen Dank, dass wir hier ein bisschen Urlaub machen können, abschalten können, nachdenken können, bevor die Männerkonferenz losgeht. Die ist übrigens nochmal für alle Interessierten am 30. September im Haus Assen in Lippetal. Anmeldung unter www.gottessöhne.de. Wenn ihr dabei sein wollt, meldet euch an. Und ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Ich habe hier nämlich in seiner Wohnung unter anderem dieses Buch gefunden. Das ist ein alter Katechismus der katholischen Kirche für die Erzdiözese Paderborn 1925. Also die Auflage von 1925, gute 100 Jahre alt. Und ich habe mir gedacht, weil wir ja in unserer Kirche so krasse Missstände haben, dass wir oder viele Leute nicht mehr wissen, woran sie eigentlich glauben sollen. Und weil sie es nicht, oder der Grund, warum sie es nicht wissen, ist, weil sie den Katechismus nicht lesen. Ganz einfach, sie lesen nicht den Katechismus, deswegen verstehen sie auch nicht, woran sie glauben und woran sie nicht glauben sollen. Deswegen habe ich mir gedacht, mache ich eine kleine Reihe oder eine große Reihe, indem wir diesen Katechismus hier einfach gemeinsam durchgehen. Und heute möchte ich einfach mit dem Punkt 1, mit dem ersten Punkt im Katechismus der katholischen Kirche von der Erzdiözese Paderborn aus dem Jahr 1925 beginnen. Und zwar unter Punkt 1 steht Folgendes: Wozu sind wir auf Erden? Wir sind dazu auf Erden, dass wir den Willen Gottes tun und dadurch in den Himmel kommen. Ganz knackig und einfach. Wozu sind wir auf Erden? Wir sind dazu auf Erden, dass wir den Willen Gottes tun und dadurch in den Himmel kommen. Es steht nämlich unter Matthäus 16, 26: Was nützt es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber an seiner Seele Schaden leidet? Das war der erste Punkt aus dem Katechismus der katholischen Kirche von 1925. Man könnte mir jetzt vorhalten, es gibt jetzt schon eine neuere Auflage und da steht vielleicht das eine oder andere anders drin. Ich finde die alten Bücher gut, haben sich durchgesetzt und ich glaube, dass wir wieder zurück zu den zum alten Katechismus zurückkehren werden, gerade in dieser Kirchenkrise. Und die Kirchenkrise ist unter anderem deswegen so, weil wir nicht mehr wissen, woran wir glauben, weil wir nicht mehr an die Realpräsenz Jesu in der Eucharistie glauben. Und ich glaube, wenn diese Bücher wieder neu aufgelegt werden, und zwar neu aufgelegt werden, und zwar so, wie sie im Original waren, dass viel, 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 viele Dinge, die wir einfach falsch verstehen, missverstehen, nicht verstehen, dass da aufgeräumt werden könnte und ganz vielen Menschen ganz viel klar werden würde, woran wir eigentlich in der katholischen Kirche glauben. In diesem Sinne, ihr Lieben, wozu sind wir auf Erden? Wir sind dazu da. Wir sind dazu auf Erden, dass wir den Willen Gottes tun und dadurch in den Himmel kommen. Punkt aus Ende. Wir müssen herausfinden, was ist der Wille Gottes für uns hier auf Erden? Was möchte er von uns? Was ist unsere Aufgabe? Was ist unsere Berufung? Was soll ich tun? Was soll ich nicht tun? Was ist meine, wie gesagt, meine Berufung? Soll ich Vater sein? Soll ich heiraten? Soll ich ein Priester sein? Soll ich was auch immer? Bei allem, was wir tun, sollen wir Jesus fragen. Und wenn wir ihn fragen, so können wir sicher sein, dass wir den Willen Gottes tun. Und wie gesagt, was den Glauben anbetrifft, was der Wille Gottes ist, das steht in der Bibel und der Katechismus lehrt uns, wie wir die Bibel zu verstehen haben. Es ist falsch zu behaupten, dass nur die Bibel allein. In der Bibel steht nirgendwo nur die Bibel allein. Und zweitens, nirgendwo in der Bibel steht, aus welchen Büchern die Bibel zusammengesetzt werden sollte. Das steht nämlich auch in dem Katechismus. In der Bibel steht nirgendwo, welche Bücher zu der Bibel gehören sollen. Die Bibel ist ja jetzt kein Buch mit Einleitung und einem Ende, ja, und innen drin eine Geschichte, sondern es ist ein Buch aus vielen Büchern. Altes Testament, Neues Testament, welches aus ganz vielen Büchern besteht. Und nirgends in der Bibel steht, welche Bücher die Bibel beinhalten sollte. Das heißt, diese Vollmacht hat Gott, hat Jesus der Kirche gegeben, diese Bücher zusammenzustellen, zu einer Bibel, zu kanonisieren, diese Werke zu einem zusammenzustellen. In diesem Sinne, gelobt sei Jesus Christus und Maria, bis zum nächsten Mal und tschüss.